alles über Gefäßerkrankungen und ihre Behandlung. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um unsere Blutgefäße. Arterien und Venen können auf verschiedene Arten erkranken und sie können erfolgreich behandelt werden. Darum geht es jetzt. Privatdozent Dr. Christian Alexander Behrendt ist bei mir. Er ist Chefarzt der allgemeinen und endovaskulären Gefäßchirurgie an der Asklepios Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank, Frau Kahler. Ich habe mal gelesen, dass die Blutgefäße des Menschen insgesamt 100.000 Kilometer Länge haben. Ist ja eine Menge zu tun dann für Sie, oder? Ja, also ich kann mich nicht an alle 100.000 Kilometer erinnern persönlich, aber das sagt man so, ja. Von Kopf bis Fuß sind ja überall im Körper Gefäße. Ja, das ist wahrscheinlich aber nicht das, wo Sie überall behandeln müssen. Es wird gewisse Schwerpunkte geben. Welche sind das? Ja, die absoluten Schwerpunkte für unsere Fachdisziplin sind die Beine, also Gefäße in den Beinen, die Gefäße an den Halsschlagadern sozusagen, die gehirnversorgenden Gefäße und die Hauptschlagader. Und ganz groß beschäftigt vor allem unsere Kolleginnen und Kollegen im ambulanten Sektor sind die Venen, also die Venen, die vor allem auch an den Beinen betroffen sind. Ja, und im Bauch auch, glaube ich? Also diese. Genau, das ist die Hauptschlagader, ja. Die Aorta. Man hört ja heutzutage häufig in den Medien vom Baucherortenaneurysma, ja. Oder von der Baucherortendissektion. Das sind auch Themen, die wir als Gefäßmediziner behandeln. Ja, und dann ja wahrscheinlich noch das, was so überall am Körper passieren kann oder so Notfälle, die vielleicht auch andere Körperteile betreffen können? Ja. Grundsätzlich kann ja zum Beispiel aus dem Herzen ein Blutgerinnsel in alle angeschlossenen Gefäße streuen. Mhm. Und das beginnt quasi im Aortenbogen mit den hirnversorgenden Gefäßen, den Schlagadern am Hals, der Karotis, an den Armen, in den eingeweideversorgenden oder Darm- und Leberversorgenden Gefäßen oder es geht in die Beine. Das heißt also, solche akuten Gefäßverschlüsse können überall hinstreuen. Und bei jedem Verkehrsunfall oder Sturzereignis kann es eigentlich auch an jeder Stelle im Körper zur Verletzung der Gefäße kommen. Jetzt haben Sie, glaube ich, eine große Menge von Möglichkeiten, wie Sie am Gefäß irgendetwas machen können. Kann man die so aufzählen, die Möglichkeiten? Ja, das ist so ein bisschen, wir sind ein sehr technisches Fach, also die allgemeine und endovaskuläre Gefäßchirurgie, die moderne Gefäßchirurgie hat ganz viele Bestandteile mit der Basis der konservativen Behandlung, Risikoprophylaxe, das gehört immer dazu. Aber wenn wir dann invasiv behandeln, haben wir minimalinvasive Verfahren, katheterbasierte Interventionen oder das operative Geschäft, das sind Bypasschirurgie und all diese offengefäßchirurgischen Verfahren. Das ist ein großes Set an verschiedenen Werkzeugen, die uns zur Verfügung stehen. Also es gibt ja, glaube ich, die Möglichkeit, dass man Gefäße dehnt. Ja. Also ich habe mir meine Notizen gemacht, ich habe mir aufgeschrieben, man kann dehnen, man kann Blutung stoppen, man kann einen Bypass legen, ja. Man kann es wahrscheinlich so ein bisschen zusammenfassen, wir können entweder die Durchblutung verbessern, indem wir den Blutfluss wiederherstellen, oder wir können die Blutung stoppen, indem wir ein blutendes Gefäß oder das Gefäß selber verschließen oder überdecken mit einer ummantelnden Prothese. Was Sie ansprechen mit dem Aufdehnen, ist typischerweise ein katheterbasiertes, minimalinvasives Verfahren, wo man teilweise auch nur durch die Haut pieksen muss, nicht schneiden muss, wo man dehnt dann mit kleinen Ballons oder mit kleinen Gefäßstützen das betroffene Gefäß einfach auf. Und dann gibt es das Bypassverfahren beispielsweise, wo wir an zwei Stellen das Gefäß freilegen und dann mit kleinen Nadeln eine Vene, körpereigene Vene vom Bein beispielsweise oder Kunststoffprothesen einnähen, um das Blut von einer Stelle zu einer anderen Stelle im Körper zu befördern. Dann fangen wir mal mit dem Bypass an. Wo am Körper kommt der für Sie am häufigsten vor? Für mich an den Beinen. Ich denke, dass wir vor allem bei uns sehr, sehr häufig mit der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit oder dem diabetischen Fußsyndrom zu tun haben. Da wird die Bypasschirurgie oft benötigt. Aber ich glaube, viele Menschen kennen wahrscheinlich auch Herzkranzgefäße, die mit Bypassen versorgt werden. Das ist jetzt nichts, was Gefäßchirurgen machen, sondern das ist was typischerweise, was Herzchirurgen machen. Also Bypässe am Herzen sind eher herzchirurgische Domäne und an den Beinen unsere. Ja, mit gefäßeigenen Venen?
Körpereigenen Venen? Ja, tatsächlich ja. Körpereigene Venen sind das, ja, der Favorit, weil die am besten offen bleiben und weil sie sich gut verteidigen können gegen Infektionen mit Bakterien. Aber das ist nicht immer der Fall. In 30% unserer Patienten gibt es keine Venen mehr. Stripping-Operationen, wir haben es vorhin schon gesagt, wenn Venen behandelt werden, werden die entfernt beispielsweise oder werden verödet. Und dann haben wir einfach keine Vene mehr am Bein, die wir verwenden können. Oder wenn wir ein starkes Krampfaderleiden haben, dann sind die meistens auch nicht geeignet. Und dann nimmt man sie von woanders? Von woanders, man kann die auch vom Arm nehmen beispielsweise oder tiefe Venen nehmen, ist aber sehr viel invasiver. Und es ist so ein klein bisschen dann die Diskussion, ob man dann eher auf Kunststoff zurückgreift. Geht auch nicht immer. Mhm. Das macht das ganze Fach auch so interessant. Wir müssen häufig kombinieren und fallindividuell überlegen, was ist in diesem individuellen Fall jetzt wirklich die beste Lösung. Es gibt da kein Patentrezept. One for all geht da nicht. Bypass nimmt man ja, weil das Gefäß, das ursprüngliche, zu ist, also nicht mehr genug Blut durchlässt. Ich sag mal, der kleine Bruder vom Bypass wäre ja aus meiner Laiensicht der Stent. Ja. Also das heißt, wie geht das mit dem Katheter? Also im einfachsten Fall punktieren wir das Gefäß beispielsweise in der Leiste, führen einen kleinen Draht vorbei an dem Verschluss oder durch den Verschluss oder die Engstelle, bringen dann einen Katheter nach vorne, wechseln auf einen etwas robusteren Draht und würden dann anschließend einen Ballon vorbringen, mit dem wir auf der Strecke, die verschlossen oder verengt ist, das Gefäß wieder aufdehnen. Das funktioniert nicht immer. Mhm. Manchmal müssen wir dann andere Wege suchen oder vielleicht unten punktieren und nach oben gehen, also die Richtung ändern oder so eine Art Tunnelbohrfräse verwenden, also Atherektomie-Systeme, mit denen wir mit hoher Geschwindigkeit wirklich, also wie mit einem Bohrer durch den Verschluss durchkommen. Es gibt da eigentlich eine ganze Reihe von endovaskulären Techniken, um das erfolgreich zu schaffen. Wenn das nicht klappt, ist der Bypass weiterhin ein sehr, sehr durables, also lange offenes Verfahren, was in vielen Fällen auch gleichwertig ist von der, vom Gesamtergebnis. Genau, die Ausschildplastik ist ja ein sehr häufiges Verfahren bei Ihnen. Bei welchen Krankheitsbildern wird die denn angewendet? Ganz konventionelles, häufiges Verfahren. Wir wenden das häufig an bei Verengungen oder Verengungen der Halsschlagader, also der Karotisstenose, wo wir hier einen kleinen Schnitt am Hals machen, vor dem Halswendemuskel, und dann dort quasi den Kalk ausschälen und dann kommt da eine kleine Flickenplastik drauf. Sehr, sehr häufig, aber auch insbesondere in Kombination mit endovaskulären, also katheterbasierten Verfahren an der Leiste, wo wir zum Beispiel eine Ausschälplastik an den Becken- und Leistengefäßen machen und dann nach oben oder unten noch mit einem Katheter weiterarbeiten. Ja, ist das auch minimalinvasiv? Das ist so ein Hybridverfahren, wo wir so ein bisschen die Vorteile von beiden Alternativen miteinander kombinieren. Zunehmend populär, weil wenn man einen modernen Hybrid-OP hat, man auch an Stellen rankommt, die primär nur mit einem reinen Percutan, also durch die Haut, punktieren, nicht ganz zugänglich sind und wo vielleicht auch das Bypass-Verfahren als einzige Lösung nicht ausreicht. Okay, es gibt ja, wir sind ja bei dem Thema, wie macht man das Gefäß wieder auf? Ja. Also wie kriegt man die Verstopfung raus? Dazu würde für mich auch gehören Thrombus. Ja. Thrombus. Welche Möglichkeiten gibt es, so ein Blutgerinnsel aus dem Gefäß rauszukriegen? Also man muss mal unterscheiden, ob es jetzt die Venen, also die Gefäße betrifft, die zum Herzen zurückführen, oder die Schlagadern, die das Blut in die Peripherie transportieren. Aber bei beiden würde man technisch die gleichen Verfahren anwenden. Es gibt einmal, man legt das Gefäß frei, macht einen kleinen Querschnitt da rein und geht wie mit so einem Laufreiniger oder Rohrreiniger oder mit so einer Schornsteinkugel durch das Gefäß, bläst dann den kleinen Ballon auf und zieht quasi dieses Gerinnsel heraus und spült hinterher das Gefäß. Das geht aber nicht immer und nicht immer ist es sinnvoll. Man kann auch durch die Haut punktieren, mit einem kleinen Katheter das absaugen. Das nennt sich Aspiration, also man saugt wie mit einem Staubsauger dieses Gerinnsel ab. Es kann auch sein, dass man ein kleines Lysemedikament reingibt, also eine Auflösung, eine chemische Auflösung des Gerinnsels machen möchte. Es gibt kleine Katheter, die haben dann so Löcher, die sind da dran verteilt und dann bringt man diesen Katheter an dem Thrombus vorbei und dann wird kontinuierlich über Nacht zum Beispiel so ein Medikament gegeben und das löst das dann wieder auf. Und bei diesem Auflösen muss ich nicht damit rechnen, dass ich auch woanders blutungsneigiger werde, sage ich. Doch, das gehört zu den Komplikationen dazu, deswegen muss man das gut dosieren, aber wir wollen das Medikament ja an die Stelle der Wirkung bringen und nicht wie bei einer Lyse, die über die Venen gegeben wird, was man früher noch kannte von Herzinfarkt oder Schlaganfällen. Das macht man in dem Fall dann nicht, weil das Medikament in geringer Dosierung genau da wirkt oder genau dort appliziert wird, wo das Gerinnsel liegt. Okay, jetzt ich komme mal zu den
zu der umgekehrten Variante, also nicht Gefäß aufmachen, sondern Gefäß zu, weil Sie das vorhin auch schon angesprochen hatten in den Beinen. Ja. Krampfadern, das ist ja so ein Thema, das viele Menschen bewegt, nicht nur Frauen. Welche Methoden hat man? Ja, man kann diese Krampfadern zunächst mal in den frühen Stadien mit Kompressionstherapie behandeln. Wenn es dann so weit geht, dass die Lebensqualität eingeschränkt ist oder man eine Wundheilungsstörung sogar schon hat, ist die Verödung von Krampfadern ein super häufiges Verfahren, was auch sehr, sehr viel durchgeführt wird. Es ist wirklich eine Volkskrankheit. Da kann man zum einen die ganze Krampfader entfernen, auch über kleine Schnitte und dann rausziehen. Strippen, genau. Das sind traditionelle, langjährig angewandte Verfahren. Oder man bringt auch da quasi unter Ultraschallkontrolle einen Katheter ein. Manche leuchten auch mit so einer Lasersonde. Und dann kann man entweder mit Wärme oder mit chemischen Reizen diese Krampfader veröden über eine lange Strecke. Oder mit Schaum, verkleben sozusagen. Das sind die Verfahren, die da miteinander konkurrieren heutzutage. Beim Thema Blutung stoppen, Aneurysma fällt mir ein. Das ist so ein Ding, wovon jeder hofft, dass er damit nichts zu tun hat. Ja. Wo sitzen diese Aussackungen und wie kriegen Sie die in den Griff? Ich glaube, die häufigsten Aneurysmen, die Menschen so kennen, sind ja die im Kopf. Ja? Ja. Und so ein Hirnarterienaneurysma, hört man auch schon mal gehört sicherlich, werden entweder geklippt, ja, da werden kleine Clips draufgesetzt, um es auszuschalten, oder gekeult, also mit kleinen Spiralen, die man da reinbringt, die Blutgerinnung anstoßen. Was uns Gefäßmediziner, also außerhalb des Schädels angeht, finden wir solche Aneurysmen an den Eigengeweideorganen, die zum Beispiel zur Milz ziehen, da kommt das ab und an mal vor, aber auch an den großen Gefäßen, an der Hauptschlagader. Das Bauchaortenaneurysma ist so ein typischer Fall. Kann aber auch an den Beinen beispielsweise mal auftreten. Und das sind im Grunde genommen auch schon die Verfahren, die wir dafür haben. Wir können entweder eine ummantelte Stentprothese, also eine Gefäßstütze, die sich aufdehnt in dem Gefäß und die eine Kunststoffummantelung hat, einbringen. Und damit dichten wir das vor und nach dem Aneurysma ab. Dann ist kein Blutstrom mehr da und es wird kleiner. Oder manchmal geht das eben nicht. Dann müssen wir eventuell das komplette Gefäß zuführend und abführend verschließen. Dann würden wir auch kleine Coils, also so Nester an Metallspiralen einbringen. Die sorgen dafür, dass das Blut gerinnt. Dann ist das quasi ein ausgeschaltetes Aneurysma. Aber dann ist auch die Blutversorgung danach nicht mehr gewährleistet. Also ich würde es gerne noch mal mir bildlich vor Augen führen. Also so ein Aneurysma ist ja eigentlich wie so eine Parkbucht an der Autobahn. Ja. So. Und hat aber einen engeren Ausgang. Mhm. Diese Coils, sehen die aus wie so kleine Metallspiralen oder Löckchen? Oder? Genau, ist im Grunde genommen kann man sich das so vorstellen, man hat einen Katheter. In diesem Katheter ist diese unterschiedlich lange Metallspirale, die, sobald sie rausgeschoben werden aus diesem Katheter, durch die Eigenspannung einfach sich so verzweigen oder verzwirbeln, so ein bisschen wie so ein Wollknäuel quasi aussehen, wenn man das dann in der Röntgendurchleuchtung sieht. Und man schiebt die dann nach und nach dort rein. Und alleine durch die Oberflächenbeschaffenheit gerinnt das Blut im Vorbeiströmen und verschließt das Gefäß. Das ist im Grunde genommen das Ganze. Es wird nicht komplett ausgekleidet mit Metall. Aha, das heißt also, es verschließt es, dann wird das Blut fest, ja. Kann sich nicht weiter ausdehnen und macht nicht diese schon gedehnte Haut von dem Aneurysma noch dünner. Der Druck geht quasi weg aus dem Aneurysma. Ja. Vorher haben wir ja durch den Herzschlag immer mit der Systole einen Druck, der wirkt auf das Gefäß und das Gefäß dehnt sich ja auch mit jedem Herzschlag ein bisschen aus. Mhm. Wenn jetzt aber gar kein Blut mehr dort ankommt, weil davor das zuführende und das abführende Gefäß zu ist, dann ist der Druck im Aneurysma verschwunden. Würde man aber, wie gesagt, natürlich nur bei den Gefäßen machen, wo ein Verschluss des Gefäßes keine schwerwiegenden Folgen hat. Das geht bei der Bauchschlagader nicht. Wenn wir ein Bauchaortenaneurysma bei uns behandeln, gibt es üblicherweise die Möglichkeit, das mit einer eingenähten Gefäßprothese zu machen, offen chirurgisch. Oder wir haben eine große Stentprothese, ein Stentgraft. Das ist eine ummantelte Prothese, die wird in das komplette Gefäß, in die Hauptschlagader eingesetzt und dichtet dann einfach oben und unten ab. Damit bleibt der Blutfluss aber erhalten. Das Blut kann trotzdem noch in die Beine fließen. Das sind viele Dinge. Ja. Ein Werkzeugkasten. Ja, ist ein Werkzeugkasten, wobei Sie ja nicht nur der Klempner sind, sondern ja auch so ein bisschen davor und dahinter gucken, oder? Ja. Nächsten, es ist alles nichts, nutzt nichts, wenn der Patient nicht danach auf sich achtet? Ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass man sich nicht in all den technischen Details verliert
und vergisst, dass die Patienten, die zu einem kommen, eine Vorgeschichte haben und wenn sie wieder nach Hause gehen, auch im Verlauf begleitet werden sollten und auch einen Ansprechpartner haben sollten, was die konservative Therapie angeht. Weil der beste Stent nützt nichts, wenn man seine Medikamente nicht einnimmt und wenn man nicht aufhört zu rauchen. Und sich nicht bewegt vielleicht. Absolut. Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!